Es ist jetzt Freitag, der... Muss man was? 17. Oh Gott. Der 17. Ich mache mir seit 2 Tagen derbe den Horrorstress. Derbe den Horrorstress. Habe letzte Nacht ganz toll nicht geschlafen. Wie ein Baby. Ich bin immer wieder aufgewacht und habe geweint und habe geweint und bin wieder aufgewacht und habe wieder geweint und... Aber die letzte Nacht war der Horror. Morgen früh um 8. Ich lese jetzt nochmal. Ja. In der Handelskammer Hamburg ist das Casting, zu dem ich eingeladen wurde. Also Paparazzis und Fans, hier ist die Wegbeschreibung. Wer es nicht findet, hat selber Schuld. Ich hab das so zerknickt, ey, das ist so scheiße. Ich bin echt, unsuperhaupt, wenn ich das so... Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie die scheiß Einstellungen sind. Mal wieder. Man kann das nämlich irgendwo justieren. Aber es bringt mir nichts, weil ich müsste mich gleichzeitig hier hinsetzen und dann auf der anderen Seite gucken, ob das jetzt richtig einjustiert ist. Deswegen kann das sein, dass das jetzt auch wieder eine scheiß Qualität ist, obwohl das Video davor war gute Qualität. Ja, okay, ich wollte eigentlich nur Guido, Penner, ist meine Frisur so in Ordnung? Das ist schrecklich. Oder meinst du jetzt, die sagen jetzt, ich bin Beatles-Fan? Und Tammy, halte jeden Kommentar zurück. Du hast schon mal meine Haare lila angemalt. Das reicht jetzt. Und wenn du es doch nochmal tust, dann blende ich dich mit dem Licht des... Todes. Das ist für Kinder, ne? Das guckt euch das mal an. Sieht man das? Egal. Das ist eigentlich für Kinder. Da ist Cinderella. Nein. Doch. Warum trägt ihn blau? Egal. Cinderella ist da drauf, ne? Da kann man hier so drücken und dann leuchtet das. Es ist so kacke anstrengend, diesen scheiß Knopf zu drücken. Das schafft kein Grundschulmädchen. Kein einziges Grundschulmädchen. Die müssen da mit dem Hammer drauf drücken, damit da so ein bisschen Licht ist. Auf der anderen Seite, wozu braucht ein Mädchen an seiner Federtasche so ein Licht? Vor allem, das bringt nicht mal was. Ich habe da versucht, mir im Dunkeln den Weg zu leuchten. Ich habe immer noch einen blauen Fleck. Ich kann ihn ja mal eben zeigen. Der ist an einer sehr delikaten Stelle. Und zwar... irgendwo hier. Da. Sieht man das? Nee. Egal. Jedenfalls tut das weh. Wenn man gegen die Türklinke läuft. Und das Ding ist schon seit, ich weiß nicht wie lange da, ich habe nämlich vergessen, wann ich dagegen gerannt bin, aber ich weiß, dass ich dagegen gerannt bin und das tat weh. Warum ist sie auch nachts nie Licht im Flur an? Tagsüber ist überall Licht an. Egal. Also, ich wollte nur sagen, falls ich meinen Körper und so verkaufen muss, wegen, ne, hier, Verträge und so, stimmt natürlich alles, was über mich gesagt wird. Erstmal das. Also alles, ne? Also wirklich alles, komplett. Also ich habe ja das schon, da gibt's so Personen in meinem Umfeld, ich sag mal in meinem, nicht in meinem Freundeskreis, aber in meinem freundschaftlichen Umfeld, sprich Freunde von Freunden und so, ne? Und die man durch andere kennengelernt hat, die erzählen dann natürlich immer mal so Sachen, die stimmen alle. Komplett. Ich habe alles gemacht. Ich weiß von alles, ja, erstmal das. Und alles, was rauskommt, habe ich auch so... Ja, ist so passiert. Habe ich gemacht. Gut, dann wäre das ja auch geklärt. Ich bin kacke müde. Es ist irgendwie... Ich bin seit, weiß ich nicht... Ich habe ja ganz schlecht gepennt, aber irgendwie seit 8 Uhr wach und lag bis 9 im Bett und dachte dann irgendwann von wegen so, nee, jetzt musst du doch pissen. Gehst du halt... Gib der Natur nach. Oh, und ich war übrigens gestern beim Friseur, bei so einem ganz tollen, schicken, teuren 10-Euro-Friseur. Und da war eine Friseurin, darf man noch Friseuse sagen? Ich glaube, das ist schon wieder sexistisch, genauso wie Stuart ist, ne? Ja, also da war eine Friseurin und die war total niedlich und die war...
fünf Köpfe kleiner als ich und ich musste mich ganz klein auf dem Stuhl machen, weil der Stuhl nicht weiter nach unten ging. Und die hat das ganz behutsam und auch ganz sorgfältig geschnitten und hat das 20.000 Millionen Mal immer wieder nachgeprüft und mir in den Haaren rumgezuppelt und immer so, oh, tue ich dir weh? Und ich so, Quatsch, ich kann das ab. Und dann hat sie da ordentlich drin rumgezogen und das war voll geil. Ich glaube, dass da, das gibt's da einen Fetisch von? So Friseurfetisch? Dass man beim Haare schneiden Sex haben will, dann habe ich den. Okay, ich glaube, das sollte ich. Ich lade das trotzdem hoch, ist ja auch egal. Ach ja, genau, noch voll das updatige Update. Ich habe angefangen. Ich habe angefangen zu malen. Und meine. Die, dessen Zimmer ich gerade besetze, hat dem sogar einen Namen gegeben. Er heißt Tamaki, was so viel bedeutet wie was weiß ich, was japanische Namen bedeuten. Und, also das sieht alles noch ziemlich anfängermäßig aus natürlich, aber ich bin da voll stolz, weil guckt euch mal an, wie perfekt geil der aussieht. Das wäre mein Traummann. Der müsste jetzt noch dunkle Augen. Dunkle Augen? Obwohl, ich stelle ihn mir eher mit grünen oder blauen Augen. Grüne oder blaue Augen haben und braune Haare. Aber die Frisur, über die überlege ich noch. Ich habe einfach nur irgendwas hingekritzelt und mir gedacht, oh ja, kann man ja mal. Eigentlich sollte das irgendwie so hier aussehen, aber das sieht auch schon. Sieht man das überhaupt? Da ist es scheißegal. Sieht man bestimmt nicht. Und dann habe ich Nasen und Augen gezeichnet. Heute, vorhin, eben gerade, vor 10 Minuten oder so. Über die ich größtenteils auch ziemlich stolz bin. Ich kann Augen malen. Das, also richtige Augen, nicht hier diese hässlichen Manga-Comics. Obwohl, die sind nicht hässlich, aber ich finde sie einfach nur langweilig. Aber ich werde einfach mal gucken, ob ich seine Augen durch richtige Augen ersetzt kriege. Weil die Gesichtsform kriege ich so bestimmt nicht mehr hin, wie ich das... Also der wird immer bulliger bei mir. Ich muss versuchen, wieder dieses Mittelding zu finden. Aber... egal. Also ich übe das Zeichnen nur, damit ich irgendwann geile Yaoi-Action-Sex-Pornos zeichnen kann. Für alle. Mit Sex und Sohnenpimmeln und so wie... Also, was weiß ich. Entweder ihr kennt die oder ihr kennt die nicht. Und wenn ihr die nicht kennt, Pech. Und wenn ihr die kennt, dann... Oder auch nicht. Wenn ihr unter 18 seid und die kennt, dann ist das nicht so gut. Ne? Dann, also hier, ne? Böse, böse. Aber... Ja, egal. Ich glaube, das Video wird jetzt zu lang. Und deswegen... sag ich jetzt Schiff. Muss die Taste nur mal wieder finden hier. Taste? Taste?